Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM 2 für den PC. Im letzten Part haben wir endlich mal den Schädelstecker eingesetzt und dieses Codex-Viech befreit. Dass der Sprecher tot sei oder nach der Auflösung des Senats andere Aufgaben übernommen hätte. Offenbar erlangte er schon früh eine Position in der Advent-Regierung, um dem Widerstand Infos zu besorgen. Danke, Sancho, dass du mir ins Wort fällst. Ja, wir haben den Schädelstecker eingesetzt, den Codex, der dabei befreit wurde, getötet. Und, wir wollen hier jetzt mal ein bisschen weitermachen, würde ich sagen. Gut, Commander, ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. So, hier ein bisschen experimentelle Munition, wiederherstellen. Und ich würde sagen, dann geht's auf zur Brücke. Und schauen wir doch mal, wo wir jetzt ein bisschen unsere Zeit vertreiben können. Sie haben die Fortschritte der Aliens beim Avatar-Projekt verlangsamt, Commander. Hoffentlich erweist sich das geborgene Material als nützlich, um die Pläne der Aliens aufzudecken. Ja, hoffe ich auch. Ranger berechnet neuen Kurs. Wir fliegen jetzt einmal hier zu den Vorräten. Einfach weil ich hier die Zeit ein bisschen verstreichen lassen kann. Und, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Okay, und es ist halt auch nicht komplett nutzlos, sage ich mal. Die Avenger wird unseren Anforderungen hinsichtlich der Koordinierung unseres Kommunikationsnetzwerkes einigermaßen gerecht. Aber wenn wir unsere Reichweite vergrößern wollen, um jede mögliche Gruppe zu erreichen, müssen wir noch mehr tun. Eine Reihe von sorgfältig platzierten Relais-Türmen würde ausreichen, wenn es uns gelingt, die von den Aliens abgekupferte Kommunikationsausrüstung zu miniaturisieren. Es wird eine Gratwanderung, die benötigte Sendeleistung mit der steigenden Chance, entdeckt zu werden, ins Gleichgewicht zu bringen. Aber das ist unsere beste Chance zur Verbesserung unserer Möglichkeiten. Dank der erhöhten Abdeckung können wir damit rechnen, dass die Effizienz der lokalen Widerstandseinsätze steigt und so die Gruppen innerhalb der Reichweite der Türme stärkt. Okay. Dann haben wir das und ja, Alien-Verschlüsselung sehen wir hier schon. Ganz wichtig, also machen wir das mal. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Mach das. So. Commander, aufgrund der gemeinsam mit Shen erzielten Forschungsergebnisse glaube ich, dass wir die Kosten für das Kontaktieren zusätzlicher Regionen durch die Errichtung von Funkrelais-Türmen innerhalb unseres Netzwerks senken können. Je weiter eine Region von einem Relais entfernt ist, desto mehr Informationen wird uns der Kontakt kosten. Ich schlage vor, Relais entlang der äußeren Grenzen unseres Netzwerks zu errichten. Der Widerstand wird die Errichtung der Relais zu schätzen wissen und uns entsprechend belohnen. Okay. Können wir machen. So, erstmal werden wir hier ein bisschen weiter Zeit verstreichen lassen. So, sehr schön drei Leute von der Verletzung erholt. Das ist gut. Oh, die Alien-Trümmer sind weg. Nice. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Ja, ich weiß, wir brauchen hier ein Energierelais. Eingeleitet. So, bitte sehr. Dann bauen wir dort ein Energierelais rein. So, und ich würde sagen, da wir jetzt drei unserer bereits beförderten Einheiten wieder haben, begeben wir uns jetzt auch endlich mal. Krallengeschosse. Nochmal. Okay. Sehr gut. Was? Was ist das hier? Ah, okay. Okay. Guck an. Ne? Ja, wir wollen jetzt aber erstmal zur Geheimeinrichtung. Damit wir das endlich mal machen. Südafrika. Oh. Düsteres Ereignis abgeschlossen. Informant beim Widerstand. Die Aliens bringen einen Maulwurf beim Widerstand unter und reduzieren die Zeit bis zu einem Vergeltungsschlag um 2 Wochen. Nicht gut. Nicht gut. Aber, soll mir jetzt gerade erstmal relativ egal sein.
So, wir haben hier unseren Spezialisten, der ein Medikit bekommt. So. Du bleibst bei 2 Granaten, denn du hast einen Granatwerfer. So, dir geben wir ein Krallengeschoss, würde ich sagen. Jo, erhöhte Crit-Chance ist immer gut, vor allem für den Sniper. Und du bleibst mal auch bei der Granate. Jo. Gut. Schwierigkeit schwer. Na, das wird ja toll. Das wird lustig. Naja, mal gucken. Sky Ranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Gut, dann starten wir den Einsatz. Los geht's. Unsere Widerstandskontakte vor Ort haben uns gezeigt, wie wir in die Advent-Geheimeinrichtung kommen. Die Aliens haben alles dafür getan, den Ort geheim zu halten. Wir wissen nicht, was wir dort finden werden. Halten Sie die Augen offen und rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Okay. Na denn. Ich habe so ein bisschen Schiss, muss ich zugeben. Aber wir werden sehen, was da wird. So, Absprung. Los, 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 los. Manus 1.5, die Geheimeinrichtung ist in ihrer unmittelbaren Nähe. Infiltrieren und untersuchen Sie das Gebiet. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand und neutralisieren Sie alle Feinde. Okay. Das sollten wir hinkriegen. So. Dann bewegen wir uns hier mal langsam vorwärts. Okay. Sprich erstmal hier hin. Okay, hier ist nichts weiter zu sehen. Dann. Ey, komm schon. Dann geht's jetzt da runter. Ich gebe mich zum Ziel. So, du gehst mal dorthin. So. Okay, mit dir gehen wir dann mal ein Stück weiter vor. Wird gemacht. So, und du gehst mal direkt dorthin. Los geht's. So, gut. Das sieht doch erstmal nach einem Plan aus. Gut. Wir sind ja gerade eh noch verdeckt. Das heißt, auch wenn ich hier jetzt Aliens sehen sollte, können die mich nicht sehen. Diese Mutons scheinen beweglicher als die bisherigen. Anscheinend setzen die Aliens sie aber noch immer an der Frontlinie ein. Mutons, hm? Yay. Auf die Begegnung habe ich mich ja schon gefreut. Nicht. Los. Okay, da haben wir noch einen Geschützturm. Gut, der ist jetzt auch erstmal nicht so weiter wild. Sag ich mal. So. Dann gehst du mal darüber. Und du. Ebenso. So. Gut. Wo gehen sie hin, die Aliens? Mhm. Verziehen sich einmal da lang. Okay. Ich muss sowieso alle Aliens ausschalten. Wenn ich das aus der Mission richtig im Kopf habe. Von daher
Weiß jetzt gar nicht, ob es sich lohnen würde, zu versuchen, hier unentdeckt reinzukommen. Ob das überhaupt möglich ist, hier unentdeckt reinzukommen. Ich würde daher sagen, begib mich mal hier hin. So, und hau auch von hier aus schon mal direkt drauf. Oder? Was sagt ihr? Ja. Ja, doch, das empfinde ich eigentlich als ganz gute Idee. Gut. Dann, Nico. Hau mal bitte auf den Muton. Warum du bei so einem Riesenviech nur 68% Trefferchance hast, weiß ich nicht. Ist mir aber auch egal. Was? Du schießt daneben? Auf die Distanz? Ehrlich? Sie haben uns. Wow. Wow. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, ne? Ach Mann, ey. Das ist doch kacke. Okay. Okay. Hier können wir natürlich nicht dran vorbeischießen. Oh Mann. Okay, dann zeig doch mal her hier. Ja, den würde ich mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sogar wegkriegen. Ich hau erstmal auf den da. In der Hoffnung, dass ich ihn treffe. Perfekt. Sehr schön. Okay. Das hat schon mal sehr gut funktioniert. Das gefällt mir. So, du bist hier natürlich für den Geschützturm außerhalb der Deckung. Ja, aber ganz ehrlich, okay. Ist mir gerade mal egal. So. Hinter. Was? Was? Nee, komm. Nutzen wir die Granate. Und bumm. So. Okay. Damit haben wir schon mal die Deckung ausgeschaltet. Und Position bestätigt. Seine Rüstung ist im Arsch. Verdammt, ich komme von hier aus nicht ran. Scheiße. Das ist blöd. Na, dann schießen wir auf den da oben. Den Geschützturm. Und natürlich daneben. Daneben. Was? Och Leute. Kommt schon, ehrlich jetzt. Na, Muton, was machst du? Hm? Meine Position wurde kompromittiert. Werde beschossen. Okay. Sie haben mich getroffen. Ah, shit. Ah, okay, es war absehbar. Wir brauchen eine Notfall-Evakuierung. Jetzt. Was? Red doch mal keinen Scheiß, Mann. Okay, okay. Alles gut. Na gut, nicht wirklich, aber ne? So gut wie es eben geht gerade. So, erstmal. Schießt du mal bitte auf das Geschütz. Hm? Auch ey, hallo? Geht's noch? Warum trifft hier niemand dieses beschissene Geschütz? Rücke vor. So, du gehst mal bitte dorthin. So ein bisschen von ihm weg, ne?
Und raufballern. Dankeschön. Ziel neutralisiert. So. Hoher Munitionsverbrauch. Okay, ja, ja. Ist okay. Ziel los. So, dann geh du mal hier bitte hin. Sammel das mal direkt ein. Was haben wir hier? Ein Illyrium-Kern. Nice. Das finde ich gut. Ich habe es. So, und jetzt baller du mal auf das Geschütz, bitte. Mensch, du hast sogar getroffen. Ein Wunder. Okay, also, alle außer James Green gehen nach dieser Mission auf den Schießstand. Weil, ganz ehrlich, das ist ein unbewegliches Geschütz und ihr trefft es nicht. Irgendwas läuft da falsch. Okay, aber hier ist die Panik zumindest schon mal weg. Immerhin. So, komm. Du hast gerade eben so schön getroffen. Ich wollte gerade sagen, das kannst du doch sicherlich wiederholen. Aber scheinbar nicht. So, dann von dir jetzt. Komm schon, bitte. Ey, hallo? Was ist mit euch los, Leute? Das kann doch nicht so schwer sein, hier ein unbewegliches Geschütz zu treffen. Was soll denn das? Dankeschön. Mann. Ziel ausgeschaltet. Es geht doch. Meine Fresse, ey. Ganz ehrlich, ne? Ich war jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert hier. Wechsle Position. So, wir werden hier erstmal nachladen. Und nächste Runde dann auch mit Nachladen für die anderen verbringen. Oh ja. Okay. Ich habe hier was gehört, aber nichts gesehen. Ist jetzt die Frage, ist das was Gutes oder was Schlechtes? So, komm, wir brauchen hier erstmal eine Heilung. Zurück in den Kampf. Bitte sehr. Ist erstmal wichtiger als das Nachladen. Für ihn. Ah, ich kann sogar beides. Perfekt. Ich bin bereit. Okay. So, und du gehst mal bitte auch ein Stück nach vorne. Advent hat sein Zugnetzwerk auf jedes Stadtzentrum ausgeweitet. Das hier scheint das Ende zu sein. Zumindest in diesem Gebiet. Okay. So, und du lädst mal bitte nach. Und weiter geht's. So, Dixon. Da du gerade eh nichts anderes zu tun hast. Gehst du mal auf Feuerschutz und du genauso. Überwachung läuft. So, falls hier irgendwo Aliens in die Nähe kommen. Nee. Kommen sie nicht. Okay. Okay. Dann gehst du mal bitte dorthin. Ich nehme mich zur Zielposition. Nichts zu sehen, aber wir bewegen uns jetzt hier nur so weit, dass wir theoretisch noch agieren könnten. Wenn irgendwo was auftaucht. Rücke zur Zielkoordinaten vor. Deswegen gehe ich jetzt hier mit jedem auf Feldposten. So. Und du gehst einmal, ja, okay. Du kannst nicht wirklich was machen gerade. Aber ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwo wärst. Oder dass ich dich jetzt irgendwo hinschicke, wo direkt Feinde auftauchen könnten. Von daher passt das noch. Feuerschutz. So. Ah ja. Da kommen sie auf jeden Fall. Gut. Wir haben sie schon mal gesehen. Ziel steht noch. Wir haben es mit Erdwin zu tun. Und natürlich direkt mein Sektoid, ne? Sektoid und zwei Lanzenträger. Muss ich dazu sagen. Weil durch Lanzenträger wird es noch mal, gleich mal weitaus nerviger. So.
Na dann. Ja. Komm, rauf da. Feuer. Perfekt. Gleich weggekrittet. Nice. Feind am Boden. Oh, so gefällt mir das. Okay, sehr schön. Dann gehst du mal bitte. Dann gehst du mal bitte hier hin. Und ballerst auf den da. Bitte triff auch. Bitte. Yes. Sehr schön. Oh, perfekt. Oh, ist das perfekt gerade. Es läuft gerade ziemlich gut. Das gefällt mir. Befehl bestätigt. So, dann gehst du mal nach dort. Und haust von hier aus rauf. Triffst du auch, bitte? Yes! Oh, Baby. Neutralisiert. Sehr schön. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Ja, ja, das kriegen wir hin. Das schaffen wir schon. Kein Ding. Verstanden. So, du gehst mal bitte nach dort. Und setzt das Hilfsprotokoll ein für sich selbst, ne? Ja, doch für Nikoni. Immerhin ist sie hier gerade die angeschlagenste. Auf die Flanken achten! Okay, und na. Natürlich greifst du James an, ne? Aber egal. Eigentlich relativ egal gerade. So. Dann wollen wir doch einfach mal raufballern. So. 4 Schaden, okay. Den Rest darf hier Mike einmal machen. Dankeschön. Damit sollte seine Beförderung auch drin sein. Nicht? Okay, oder war die schon nach dem letzten Abschuss drin? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Egal. So. Dann gehen wir hier rein. Aha, aha, aha. Gut, Feldposten. So, und wir gehen hier nach vorne. Und ebenfalls auf Feldposten bzw. in Feuerschutz. Schade. Nicht getroffen. Ziel steht noch. Gut, bei der Distanz wundert mich das auch weniger. Hey, hey. Was bist du denn? Mensch. Okay. Irgendein neues Mistviech. Aber wie wir gegen das Viech im Kampf bestehen, schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen oder über Leute, die sich als Soldat freiwillig melden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.